Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Schauen wir uns an, was Thema wird, was als nächstes ansteht, was du anschauen solltest. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann, bitte. Warum muss man gewisse Erfahrungen machen? Ich denke, das hat sich schon jeder von uns gefragt. Ein interessanter, wow, Einstieg in das Reading. Ja. So ist es. Warum muss man gewisse Erfahrungen machen? Und wenn es negative Erfahrungen sind, die so sehr schmerzen, bleiben Narben oder gar jahrelang offene Wunden zurück. Doch diese Wunden, die Narben, solange du nicht bereit bist, sie verheilen zu lassen, solange blockierst du dir selbst das Licht. Die Erfahrungen, die wir machen, selbst gewählt, einst oder heute, um zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben, um unser Bewusstsein zu erweitern. Das oft bewusste Verlangen, das heißt, ich will, ohne vielleicht zu wissen, warum wir es wollen, wohin führt es? Dorthin, wo Wunden entstehen. Mangels Vertrauen, mangels Zielrichtung. Doch heute geht es um dein kreatives Potenzial, das aus deinen Wunden und Narben entstehen darf. Du hältst so fest an den Wunden. Du bemerkst es nicht einmal. Sie leiten dich noch heute. Sie kontrollieren dich. Doch wenn du eben diese loslässt, wird die Magie deiner Kreativität endlich freigesetzt. Denn die Wunden, sie kontrollieren dich. Sie herrschen dich fast an, was du zu tun hast, wie du es zu tun hast. Und es bleibt keine Zeit für das Licht, auf das es dich
küsst, durchflutet, sich mit deinem Licht austauscht. Schuldgefühle, das auch noch. Doch die Wunden, die Narben, der Schmerz, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, zu weinen, zu trauern, uns nicht die Zeit nehmen, auf das unser Verstand das erst einmal erfassen kann, sondern indem wir einfach weitermachen wie immer, weil wir ja funktionieren müssen. Es hat sich einiges angehäuft, lieber Wassermann. Doch jetzt ist die Zeit. Das Neue wartet. Es ist erlösend. Doch die Erlösung, die Befreiung kann nur dann stattfinden, wenn du bereit bist, in eine neue Richtung zu gehen. Zumindest fang einmal an, in die neue Richtung zu blicken. Gut möglich, dass dies mit einer Schwangerschaft, einer Geburt einhergeht, muss nicht von dir selbst sein, muss nicht von Familienmitglieder, Freunde, Bekannte. Lass dir helfen, indem du durch jemanden den Weg zur Freude wiederfindest und du durch die Empfindung der Freude dir selbst das zurückgeben kannst, was du dir so lange untersagt hast. Wasser, sehr, sehr ausschlaggebend. Übergebe alles dem Wasser. Das Wasser wird es wandeln und dir gereinigt zurückgeben. Ich brauche selbstverständlich nicht zu sagen, wie wichtig es ist, in solchen Momenten im Leben, in dem ja ein Umbruch stattfindet, in dem gewandelt werden darf, die Natur sehr, sehr wichtig ist, mache sie dir zu nutzen. Und ein heiliger Raum ist wichtig. Wo dieser heilige Raum für dich ist, das entscheidest du alleine. Du weißt, welcher der dein heiliger Raum ist. Gut möglich auch, dass
jemand dich um Hilfe bittet oder du bemerkst, dass jemand Hilfe braucht. Du kannst helfen durch diese Hilfe, die du anbietest oder tatsächlich unterstützend gibst, wirst du eine Kraft in dir freisetzen, die dir gut möglich die neue Richtung anzeigt. Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.